Silvernagel has an easy chance to snatch up a third place. And he misses now. He goes to the right side. He's got a little bit of an open. Bernard Gulbrig is going to go take the green. It's a black tree. Given up. It probably felt a little hopeless, but it's sunny. Out. Bernard Gulbrig has gotten his way through. He has not killed in the GT4s, and he's going to be right above it. His crew took home the third spot with Dayton Hurt. Hallo liebe Simracing und Rennsportfans und ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Falken GT4 Challenge Nordschleife. Hallo Tommy. Hallo Patrick. So, da sind wir wieder. Tommy springt heute ins kalte Wasser. Naja, mehr so in den kalten Wald, wie man sieht. Heute GT4-Rennen auf der Nordschleife. Ja, also das Rennen wird aufgezeichnet. Der liebe Patrick, der macht ein Video. Kann man dann irgendwann mal auf unserem YouTube-Kanal von der Black Tree Race Crew sehen. Auf dem ihr euch ja gerade befindet. Und abonnieren nicht vergessen. Oh Gott. Also das fixe Setup. Ich weiß gar nicht, wie es aussieht. Bin ich auf Position 11 gesetzt. Also hier auf der in dieser Serie, da gibt es keine Qualifikation, sondern man kann vorher in der Extra-Session die Qualifikation fahren. Genau, und das gilt aber nur hier für die Nordschleife, weil die mit über 20 Kilometern viel zu lang wäre von der Qualifikation. Tim Henderkes auf Pole Position vor Michael Kramer und Markus Held auf P3. Und der an Startposition 4 gesetzte Ansar Karaf startet aus der Boxengasse, warum auch immer. Und das ganze Feld macht sich gerade bereit. Drei volle Runden stehen heute auf der Uhr. Ich weiß nicht, ob es vielleicht eine gute Idee gewesen wäre, aus der Box zu starten. Naja, gucken wir mal, ne? Üblicherweise fordert ja die Nordschleife immer so ihre Opfer. Deswegen hatte der Tommy überlegt, aus der Box zu starten. Das Friedensauto fährt los. Das Feld macht sich auf die Reise. Und der Viertplatzierte, der fährt direkt aus der Box los. Der hat sich das auch gedacht. Dann haben wir jetzt also den Jochen Siegert auf der vierten Position und Felix Grimaldo schließt die Top 5 ab. Okay, was macht er? Er fährt erstmal auf die Wiese. Und jetzt legt er sich quer, der Typ. Jetzt legt er sich quer. Catch the one car. Und kaum ist das Feld losgefahren. Alter, das gibt's doch gar nicht. Das ist ja ein lustiger Beginn heute. Hat er das Lenkrad irgendwie verrissen? Angel Antuna, der steht quer auf der Fahrbahn. Hier haben wir Angel Antuna. Okay, der kommt aufs Gras, ne? Okay. Fährt weiter. Ja, will zurück, lenkt ein, stellt sich erstmal vor den Yannick stellen, ne? Erstmal hier Verkehr aufhalten, ne? So, ihr fahrt jetzt hier nicht weiter. Passkontrolle. Oh, schön. Du kommst hier nicht rein. And you, my friend, are a true hero. Wo denn? In der Mitte oder wo fährt er? Das könnte ja ein heiterer Abend werden heute. Ich habe Angst, wenn das schon so losgeht. Der war ja hinter dir. Der ist jetzt wieder direkt hinter dir, glaube ich. Wo denn? Nee, da kommt er. Nee, der kommt, komm. Come on. Und Angel kann seinen Startplatz wieder einnehmen. Glück gehabt. Wer war das? Morris Schäfer? Nee, das war Angel Antuna. Angel, der Engel. Die der Angel Antuna war das, genau. Oh Gott, ey. Ich hab erstmal hier das Auto quergelegt, bevor es losgeht. Noch zwei Kurven und dann biegt das Pace Car ab und die Reise beginnt. Tommy, alles Zack. Gute. Ja, das kann ich, glaube ich, gebrauchen. Check dir die Daumen. Drei Runden grüne Hölle. Denk dran, wenn du als erster ans Ziel kommen willst, musst du überhaupt erstmal ins Ziel kommen. Ich glaube, ich fahre erstmal eine Runde in die Box. jetzt habe ich total gepennt. Geht die wilde Fahrt. Tim Händler kennst du sofort in Freund. Ja, da kommt schon einer vorbei. Ich habe meinen Spotter nicht an. So eine Scheiße. Okay, dann sag ich dir Bescheid hier. Aber jetzt mal. Nehmt ihr. Außen, AMG. Start relativ vernünftig geglückt. Severin Wetsch ist jetzt vorbei am Tommy. Außen der Vasili Koslov. Ich denke schon, warum ist denn das so leise hier? Ist der noch neben mir? Und während der Tim Henderkes hier die Segel gesetzt hat, kämpft der Tommy mit dem Vasili Koslov, der jetzt vorbeigegangen ist. Aber die anderen werden ja hoffentlich Spotter haben.
Boris Schäfer von 16 mal. Schon vor auf 10 gefahren und hier Tim Hendrickes schon eine Sekunde Abstand zu Michael Kramer. Dahinter haben wir den Markus Held, den Jamie Vatanen, den Felix Grimaldos, den zweiten und den Jochen Siegert. Dahinter den Kai Paridon und den Kevin Klone. Und der Jochen versucht hier gleich wieder an dem Felix Grimaldos vorbeizugehen. Alter. Aber noch keine Unfälle zu sehen bisher. Aber wart ab. Direkt hinter dem Tommy Raphael Kionka von P20 gestartet, versucht nach vorne zu kommen. Und hier Kevin Klone. Boah, Raphael. Dahinter ist 20. gewesen und... Raphael greift auch an hier. Der Raphael Kionka. Nimmt... Ja, jetzt ist er wieder dahinter. NGK Schikane und der Raphael steckt nochmal zurück. Bisher keinerlei Zwischenfälle zu sehen. Sehr gut. Er ist eher noch langsam. Das ist unser Spezi vom Start. Er ist schon wieder hier mit der Nummer 5, der Angel Antuna. Das ist mir ja alles zu eng hier. Oh mein Gott. Ich komme mir unsicher vor. Oh, jetzt fährt er im nächsten Unfall. Achtung, bist gut vorbeigekommen. Schauen wir uns gleich nochmal an. Und hier haben wir den oder die Angel gleich nochmal. Ich glaube, da ist ein bisschen Alkohol im Spiel. Das ist ganz schön peinlich, ne? Muss man ja, da wirklich sagen. Einmal kurz geschüttelt und weiter geht's. Ansar Karaf aus der Box gestartet, muss von ganz hinten das Feld aufrollen. Tim Hendrickes hat schon eine Sekunde Vorsprung auf den zweitplatzierten Michael Kramer. Auf P3 Markus Held, P4 Jamie Vatanen. Oh Gott. P5. BMW hat sich gelöffelt. Okay. Kai van Paridon und Kevin McLaughlin. Ah, da gibt er ihm eine. Der Kai schlägt volle Kanne ein, da wird das Rennen auch vorbei sein. Alter Vater, ey. Hab ich vergessen, den blöden Spotter einzuschalten, glaubst du das? Come on, Harry, watch. Direkt oh, hinter dir der Fate Wilson, dann hast du erstmal eine kleine Lücke. Ja. Der Fate ist in deinem Popo und versucht jetzt anzugreifen. Jetzt geht er innen rein. Ja, soll er machen, ist mir egal. Nein, 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 scheiße. Ah, oh, was ein Dreck. Scheiße, ich stehe total kacke hier, kann das sein? Der Moritz Schäfer ist auch abgeflogen. Oh, da hat es einige Unfälle gegeben, da müssen wir gleich nochmal hinschauen. Tommy hängt hier fest. Kann nichts sehen, ich weiß nicht, ob ich rückwärts fahren kann. Oh. Kommt noch Autos. Achtung, jetzt, raus. Jetzt. Kommt keiner mehr hinter dir. Nächster Incident. Kevin McLaughlin, Position 6, Schwedenkreuz hier, kommt hier aufs Gras und dann... Ach, das ist echt... Also die Kurve, ne? Und kracht volle Kanne auf der anderen Seite in die Leitplanke. Uiuiuiui. Die hat's wirklich in sich. Und nächster Incident. Oh Gott. Da haben wir den Thomas Silbernagel, der hier vom Fred Wilson überholt wurde und ein bisschen weit rauskommt und wie seine Kollegen auf der anderen Seite einschlägt. Schwedenkreuz Richtung Arenberg. Ja, schon rigoros, der Kollege. Uncool, sag ich da mal. Ja, das ist angeschlagen. Wo denn? Vorne oder? Ein paar Kratzer, aber. Ein paar Kratzer. Vorne. Aber ansonsten sieht's noch gut aus. Nächster Incident. Fred Wilson, eben noch den Tommy überholt, schickt hier den Morris Schäfer ins Nirvana. You killed me, is what you've done! Oh, shit. Bomb und vorne alles zerdeppert. Aber richtig, eidadei. Ohne Ende Zeit verloren, oder? Ja. Das war aber auch eine schlechte Stelle da, ne? Ich stand da so doof. Ich konnte nicht zurück auf die Strecke, da kamen ständig Autos. Michael Kramer, 3 Sekunden hinter Tim Hendrickes, hat sich jetzt von dem Markus Held etwas abgesetzt. Jamie Vatanen schon 4,5 Sekunden. Natürlich nicht auch einfach zurück auf die Strecke, wenn die da um die Ecke geschossen kommen, ne? Das ist so eine heikle Stelle da. Jochen Siegert immer noch P6 und hinter ihm der Severin Veitch. Das sieht man auch auf den ganzen Crash-Videos vom Nürburgring, dass die Autos da abfliegen. Einen Zwischenfall müssen wir noch nachreichen. Und noch einmal Angel. Gerade irgendwie peinlich. Ein paar Meter weiter geht er wieder fliegen, aber er schrammt nur ein bisschen an der Mauer entlang. Yes, I expect this, because UFC all the time try to make big fights. Dann quasi innen reingehen. Ah, das
Wenn du da nicht den Scheitelpunkt treffen kannst, das war ja schon fast vorprogrammiert. Oh, Unfall in der Mutkurve oder was? Und während vorne im Karussell die Meute dicht beisammen ist, der Tommy hier alleine fährt doch nur. Sie qualmen. Das werden wir uns gleich mal genauer anschauen. Okay. Ja. Das war, glaube ich, ein Cayman, ne? Mutkurve ist das, ne? Dominik Westphal und Julian Koilin. Oh, scheiße. Kriegt eine drauf vom Dominik Westphal. Er kann weiterfahren, aber hier fliegen schon Spoiler. Oh nein, wer ist denn da noch involviert? Nikita Mosin. Oh Mann. Spoiler liegt da. Porsche liegt da. Rückwärts. Der Viertplatzierte aus der Box hinterher gestartet. Kommt hier noch euch angefahren. Ja. Ganz schön viele Zwischenfälle bisher, von denen Tim Hendrickes nichts mitbekommt. Schon wieder gelb. Eine Sekunde Vorsprung auf Markus Held, der unbeobachtet von uns den Michael Kramer überholt hat, während wir noch einen kleinen Zwischenfall zu vermelden haben. Nächster Incident. Oh, hier ein Aston Martin. Oh, das war eine Mutkurve, ne? Jamie Wartan, der ist aber ziemlich weit vorne ins Ziel gekommen. Fünfter, ja. Glaube ich. Konnte die Kiste aber super abfangen. Boah, nicht schlecht, ey. Und während der Jochen hier fleißig den Felix Grimaldos jagt, hat es im hinteren Feld einen gröberen Zwischenfall gegeben. Schalten wir gleich mal hin. Rafael Kionka, die werden sich da nicht so ganz einig. Und der Vasili Kozlov, der ist hier der Leidtragende. Der kriegt von hinten eine drauf so und kommt dann ins Straucheln und ins Drehen. Ach du Scheiße, dann geht es ja immer weiter. Und kriegt gleich noch einer von dem BMW mit. Dann haben wir da noch den Marco van Wisse und den Simon da. Ja, der arme Kerl. Nu, sei jetzt! Nu, pagadi! Felix ist jetzt ganz dicht dran am Jamie Wartan, während der Jochen jetzt ein kleines bisschen abreißen lassen musste. Tim Hendrickes auf der Döttinger Höhe, schon mega Abstand von Markus Held, der sich hier dem Michael Kramer erwehren muss. Moritz Schäfer disconnected. Ja, der stand in der Box. Er hatte mit dir zusammen einen Unfall. Ein tolles Duell hier zwischen Markus und Michael. Aston Martin gegen AMG. Ja, wahrscheinlich hat er. Und so wie es aussieht, kann Markus vorn bleiben. Abgewartet und dann gesehen, so, dass er viel zu lange reparieren muss. Nächster Incident. Nochmal Guillaume Coilin mit einem völlig zerstörten Porsche. Hier verliert das Auto. Boah, das ist kaputtes Auto. Da wird es schwer, zurück an die Box zu kommen mit so einer Kiste. Das ist ein kaputtes Auto. Ein paar Autos ganz weit weg. Boah. Der Angel Andua direkt vor dir, 7,5 Sekunden. Das ist der Kollege, der sein Auto vorhin vorm Start quergelegt hat. Tommy inzwischen auf die 20. Position zurückgefallen. Komm gar nicht in den 6. Gang. Es stehen ja noch 2 Runden an. Jetzt heißt Arschbacken zusammenkneifen, Augen zu und durch. Topspeed ist, glaube ich, hin, wie es aussieht. Auch der Hintermann, der holt Zehntel für Zehntel auf der Döttinger Höhe. Yuki Nishikubo direkt hinter dem Nesh Milinčić. Marco Wisse an der Box. Und die erste Runde Nordschleife hat schon so ihre Opfer gefordert. Felix Grimaldos ist jetzt an dem Jamie Wartan vorbeigegangen und Jochen Siegert direkt hinten dran. 18. ist in der Box. Schönes Dreierpaket im Kampf um den 4. Platz. Mal gespannt, wo ich rauskomme hier. Und während die 3 Jungs hier um die letzten Top 5 Plätze kämpfen. Wie viele Autos sind denn insgesamt da eigentlich? Habe ich gar nicht richtig geguckt. 27. Tommy im hinteren Feld unterwegs. Da kann er sich auf sich selbst konzentrieren. Und Nordschleife wisst ihr selber, da kommt nicht alle ins Ziel. Einfach erstmal durchhalten und schauen, was am Ende übrig ist. Da bist du jetzt noch bei 41 Minuspunkten. Platz 19 von 27. Tim Hendrickes hat jetzt schon fast 6 Sekunden Vorsprung auf den Markus Held, den wir hier im Bild haben. Der wieder vorbei ist am Michael Kramer. Ein super enges Duell von den beiden hier um den 2. Platz. Nach hinten auch schon reichlich Luft zu Felix Grimaldos, über 5 Sekunden. Da haben wir eine deutsche Dreifachführung vor dem Felix Grimaldos, der von der Iberischen Halbinsel kommt. Direkt dahinter im Martini Aston Martin, der Jamie Wartan aus Finnland. Und dann nochmal drei Deutsche dahinter, den Jochen Siegert, den Rafael Kionka auf Platz 7. Und auf Platz 8 haben wir den Severin Veitch, Platz 9 Yannick Stoffel. Fred Wilson vervollständigt die Top 10. Tut sich gerade nicht so viel. Simon da, hier auf P11, dahinter den Vasili Kozlov. Abstand nach vorne da. Hinter dem Vasili Martin Dauser. Platz 16, 15 und so, bleibt auch irgendwie bei 13, 14 Sekunden. Martin fährt hier ein einsames, aber sehr sauberes Rennen. Hinter ihm Nikita Mosin.
Kaum Unfälle hier. Also. Hinter Nikita 3,5 Sekunden Abstand zu Nash Milicic, der jetzt, und jetzt fliegt einer ab, ist gerade hier abfliegt, wir sehen es, da gibt es kein Halten mehr. Der Nash Milicic konnte aber einen bösen Einschlag verhindern und weiter geht's. Nochmal Glück gehabt. Oh, das ist zweite Runde jetzt hier, wir haben ja Nash Milicic. Ah, zu schnell und das sieht man nochmal ein paar Spuren. Schwierig. Er hat sich aber wieder gefangen. Ah, da ist jetzt da mit dem Angel zusammen da, ne? Ja, direkt hinten, der ist direkt hinten dran am Angel. Aber immer noch 8,7 Sekunden Abstand zum Tommy. Das Auto sieht äußerlich noch gut aus, aber der verliert auch gerade Plätze. Also, der verliert gerade Zeit und du gewinnst Zeit auf Plätze. Schon eine Sekunde gut gemacht. Hinter dem Tommy befindet sich ja noch der Ansar Karaf, der aus der Box starten musste. Und der Christoph Schertl ist da auch noch unterwegs. Und hier haben wir mal unseren Vierten im Bild. Tim Hendrikes, 6 Sekunden vor Markus Held. Michael Kramer, wie gehabt, auf P3 in der Verfolgung von Markus. Dann haben wir auf dem vierten Platz den Felix Grimaldos. Und die Top 5 vervollständigt der Jamie Vatan. Jochen Siegert direkt am Jamie dran auf P6. Und Rafael Kionka im AMG GT4 kommt da hinter dem Jochen Siegert mit 7 Meilenstiefeln angelatscht. Hier Severin Welch auch noch in der Verlosung. Diesen blöden Spotter vergessen einzuschalten. Ne? Ja, aber ist ja niemand in deiner Nähe. Der Ansar Karaf hinter dir, der Viertplatzierte war der Quali gewesen, aus der Box gestartet, der hinter dir kommt. Der wird dich überholen. Okay. Ansar Karaf nur noch knapp 3 Sekunden hinter dem Tommy und der Christoph Schertl, der ist da auch noch irgendwo dabei. Hier haben wir den Ansar Karaf mal und hier der Christoph direkt hinter dem Ansar unterwegs. Unauffälliges, aber sauberes Rennen auf P21. Ja, also mir fehlt auf jeden Fall Topspeed, ne? Ja, dass noch so im Einschlag nicht mehr alles gerade ist, das war abzusehen. Kevin Klone hier auf P22 unterwegs. Kommt noch nicht mal in 6. Gang. Naja, ich bin hier für Safety Rating. Jamie Vatan in der Verfolgung von Felix Grimaldos. Jochen musste schon ein kleines bisschen abreißen lassen. Ich denke mal, der wird jetzt mit dem Ralf Gionka zu tun bekommen. Severin Welch, auch nicht weit weg. 3,5 Sekunden ungefähr hinter dem Raphael. Und Yannick Stoffel, ungefähr 3 Sekunden hinter dem Severin. GT4 und Nordschleife, das ist eine super Kombination, wie man hier sieht. Eigentlich ist ein Action geboten. Tolles Racing. Und wie man sieht hier, Raphael hat jetzt die Lücke zum Jochen zugefahren. Bin ich mal gespannt. Ein rein deutsches AMG-Duell. Das wird sicher interessant werden. Raphael eine super Pace drauf. Vielleicht kriegt er den Jamie und den Felix ja noch, die hier vorne ja auch kämpfen. Ah, ich sehe 2 Autos im Rückspiegel. Und hier das Duell um den 2. Platz zwischen Markus Held und Michael Kramer, was schon von Anfang an geführt wird. Wahnsinn. Die 2 kämpfen schon das ganze Rennen hauteng miteinander, packen aber keine bösen Mittel aus. Super. Toller Kampf hier um den 2. Platz. Markus Held gegen Michael Kramer. Okay. AMG gegen Aston Martin. Nach hinten zu P4. Felix Grimaldos schon 5,5 Sekunden Abstand. Beruhigend. Der Führende ist schon 8,5 Sekunden weg von allen anderen. Tim Hendrikes am Start die Segel gesetzt. War nimmer gesehen. Ja, weißt du Bescheid. Er hat aber ein Safety-Rating von 1,3. Lässt sich heute aber nichts zu Schulden kommen. Ein Incident, der Führende. Das ist schon eine Leistung, auf der Nordschleife mit einem Incident davon zu kommen. Hut ab. Aber hat sich so nichts zu Schulden kommen lassen. Hat manchmal wenig Aussagekraft, so ein Verb. Ich bin ein bisschen frustriert. So ist das hier im Kurvengeschlängel. Ich Zeit gut mache, ne? Und auf den langen Geraden. Im Endeffekt war das heute Tommys eigene Schuld. Ja. Hat das Auto selbst in die Mauer gefeuert. Bist du ein gefundenes Fressen? Ja. Der Jochen jetzt ganz dicht dran am Jamie Vatan. Oh, jetzt fliegt wieder einer ab. Nikita Mosin. Oh, und da hat es mal wieder einen Zwischenfall gegeben. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Ein kleines Karussell. Nächster Incident. Vasili Kozlov. Ah! Oh. Oh, das, also jetzt mal ehrlich, ne? Muss das denn wirklich muss sein? Muss ich jetzt vollends in die Eisen gehen? Die Leute da abzuräumen, ey, das ist ja wirklich ätzend, ey. 2-mal den Vasili abgeräumt. Das war vor dem kleinen Karussell. Der arme Vasili, der wird heute hier zur Zielscheibe unschuldig 2-mal abgeräumt. Da könntest du doch auch die Nerven verlieren. Oh nein! Adel überholt mich jetzt. Ansar Karaf aus der Box gestartet, schnappt sich jetzt den Tommy. Das war abzusehen. So, Ansar Karaf braucht Windschatten.
Döttinger höher und der Christoph Schertl ist auch nur noch 4,6 Sekunden weg. Wir haben zwar nur noch eine Runde, aber die ist mit über 20 Kilometern ziemlich lang. Irgendwie sieht dein Auto größer aus wie seins, obwohl wir das gleiche haben. Lackierung. Oh, sechster Gang. Naja, du hast, sehe ich gerade eine kleine Beschädigung vorne links. Ne, vorne rechts, von dir aus gesehen. Und Michael Kramer ist jetzt unbeobachtet von uns an dem Markus Held vorbeigegangen. Das epische Duell geht hier weiter. Nächste Runde. Nach hinten zu Felix Grimaldos, der Abstand bleibt stabil. 5,6 Sekunden. Hier Rafael Kionka ist jetzt okay, an dem Jamie Vatan und dem Jochen vorbeigegangen. Rafael in der letzten Runde in der 8,36, 6,56 gefahren, die schnellste Zeit von allen. Hat hier eine super Pace drauf und wird über kurz oder lang den Felix Grimaldos einholen. Von P20 gestartet liegt der Rafael jetzt auf dem 5. Platz. Wahnsinn, ein super Rennen bis hierher. Dadurch der Jochen jetzt auf den 7. Platz zurückgefallen und da hinten sehen wir auch schon Severin Metsch, der jetzt nur noch ein paar Sekunden weg ist von dem Feld hier. Ich schätze mal, für Rafael hätte es sich gelohnt, eine Vorquali zu fahren. Hier der Yannick Stöffel mal im Bild, P9, dann haben wir auf dem 10. Platz den Fred Bilsen, direkt hinter dem Fred der Simmentar, dahinter dann Dominik Westphal. Kleiner Abstand zu Martin Dauser, 1,7 Sekunden, direkt am Martin Dauser dran der Angel Antuna. Und hinter dem Angel der Nikita Moisin. Zu Yuki Nishikubo schon 5,5 Sekunden Abstand. Hinter dem Yuki dann der Ansar Karaf, der dem Tommy in seinem Windschatten mitschleppt. Ja, du bist ja dran. Hm? Du bist ja dran. Ja. Schwedenkreuz und der Felix Grimaldos unter Druck von Rafael Kionka, der jetzt Ansatz zum Überholen, geht außen vorbei. Super Überholmanöver, schert wieder ein und befindet sich auf dem 4. Platz. Da hätte sich, glaube ich, eine Vorquali wirklich gelohnt. Eine super Pace, nur der Abstand nach vorne, 6,5 Sekunden, das ist nicht mehr zu schaffen. Zumal da vorne der Markus Held und der Michael Kramer sich keine Blöße geben. Fuchsröhre und auch Jamie Vatan ist am Felix Grimaldos vorbeigegangen. Jochen Siegert lauert. Wie schaut es mit dem i-Rating aus? Wie viel verliere ich jetzt? Severin nach hinten 2 Sekunden, 33. Und hier Tommy immer noch dran am Ansar Karaf, P18. Und wenn da vorne keiner abfliegt, dann passiert da nichts mehr. Und hier würde der Blick nach vorn. Boah, ist ja okay. Die Plätze 4 bis 7 immer noch ganz dicht beisammen. Ein tolles Rennen von allen. Und auch Severin Veitch ist da gar nicht weit weg. Wenn da irgendeiner hier einen kleinen Wackler drin hat, dann gehen die anderen vorbei. Yannick Stoffel schon 6 Sekunden Abstand. Rafael Kionka scheint jetzt hier die Segel zu setzen. Schon einen kleinen Abstand zu Jamie Vatan. Also, sobald ich Windschatten habe, da. Guck mal. Ist die Zeit wieder schick. Aber. Und wir hatten mal wieder einen kleinen Zwischenfall im hinteren Feld. Schauen wir mal hin. Kevin. Kevin bei. Oh. Oh. Bom. Der macht den Rasenmäher hier. Kevin McLeod, Position 21, ja, kann weiterfahren. Der hat sich ein bisschen an der Bande angelehnt. Michael Kramer und Markus Held hier die Position 2 und 3 von Anfang an ganz dicht beisammen. Und hier auch nur 0,2 Sekunden voneinander getrennt. Ein Wahnsinnsduell hier. Nach ganz vorne zu unserem Leader Tim Henderkes, schon über 10 Sekunden. Er fährt hier ein einsames, aber super spitzenmäßiges Rennen. Mega sauber. Rafael Kionka jetzt schon 1,4 Sekunden Abstand und Jochen jetzt auf P8 zurückgefallen hinter dem Severin Veitch. Der geht da keine großen Risiken mehr ein, hat auch fair Platz gemacht. Alles in allem muss man resümieren, bisher ein sehr faires Rennen, bis auf so ein paar Kleinigkeiten. Und noch sind ja auch ein paar Kilometer bis ins Ziel. Mal schauen, ob alle auch da ankommen. Tommy immer noch auf P18, da wird nicht mehr viel gehen. Hast du vorher eingelenkt? Der Jochen hier sitzt mal im Cockpit, muss jetzt den Severin ziehen lassen. Trotzdem super Rennen bis hierher. Kesselchen Richtung Klostertal, Nürburgring-Nordschleife, das ist doch so eine geile Rennstrecke. Der Tommy hier muss jetzt auch langsam abreißen lassen. Der Ansar schon 1,1 Sekunden weg. Kleiner Wackler am Anfang, ansonsten ein super Rennen. Und nachdem es eine Weile ruhig gewesen ist, hat es jetzt scheinbar wieder einen kleinen Zwischenfall gegeben. Wir sehen es hier, der Rafael Kionka seinen 4. Platz an den Jamie Vatan verloren. Da schauen wir gleich nochmal hin. Gibt es auf den letzten paar Metern doch noch ein paar Bewegungen im Feld. Die Nordschleife, die kennt da keinen Erbarm. Zu dritt Richtung Caracciola-Kreisel. Schöner Kampf um hier 4, 5, 6. Okay. Die
die sind ganz dicht beisammen. Raphael macht Druck und will gleich wieder vorbeigehen. Nebeneinander Richtung Kreisel. Der Raphael, ah. Wird hier ein bisschen weit rausgetragen, kommt auf den grünen Streifen, aber kann die Kiste abfangen. Oh, komm schon, ja. Oh, da kommt der Wagen an von hinten. Mein Hobel kommt nicht aus der Hufe. Aber Raphael wieder ganz dicht dran hier, wartet nur auf seine Chance vorbeizugehen, setzt den Jamie Vatan die ganze Zeit unter Druck. Und durch das ganze Tubabu sind auch Felix Grimaldos und Severin Veitch noch dicht dran. Jochen Siegert lauert da mit ein bisschen Sicherheitsabstand. Der Severin, der macht ja mächtig Druck auf dem Felix Grimaldos, genauso wie vor den beiden. Der Raphael Gionka, ein super Racing hier auf unserer Nordschleife. Jetzt versucht der Severin anzugreifen, muss nochmal zurückstecken. Der hat die Steilkurve verpasst. Felix ein bisschen weit rausgekommen, Fahrfehler. Severin geht innen rein, versucht zu überholen, Seite an Seite. Der Anzor, Karaf. Felix kann sich nochmal behaupten. Severin wechselt die Seite, geht nach innen. Ist aber nicht so viel Zeit verloren. Boah, dadurch. Jetzt sind's Unfall. Alter Verwalter, Severin Veitch und Felix Grimaldos sind sich in die Kiste gefahren hier. Jochen und Yannick sind durchgegangen. Felix Grimaldos. Da weiter vorne, auch. Ne? Und bom. Ach ja. Du Scheiße. Die haben sich in die, sind sich gegenseitig in die Kiste gefahren. Der Severin Veitch, der scheint Severin aber Veitch und Felix Grimaldos, ja. Ach, das ist aber, das sieht aber wieder sehr, ja, sehr nach rein, Ghost. Reingezogen werden, der hat wahrscheinlich auch sein Mann, Team, ja. Mann, bitte Akne, Lupan. Bei mir ist auch gerade spannend, der Yuki ist auf einmal nur noch zwei Sekunden weg. Und während Tim Hendrikes seinem souveränen und wohlverdienten Sieg entgegensegelt, hat der Felix Grimaldos gequittet, schade. Yuki Nishikubo. Ja, hört sich polnisch an. Ja, Yuki scheint hier am Schluss ein paar Probleme zu haben, nur noch, er ist bestimmt ein Afrikaner, der nach Polen ausgewandert ist. Ja. 1,1 Sekunden weg vom Anzor Karaf und vom Tommy. Wer weiß, sollte der mit beschädigtem Auto unterwegs sein, ist vielleicht noch ein Platz drin. Tim Hendrikes auf den letzten paar Metern Richtung Ziel hat hier ein Mega-Rennen abgeliefert. Absolut fehlerfrei. Ein Incident statt Zielsieg. Hut ab. Oder wird hier noch eine Runde gefahren? Da sieht man mal, wie Safety-Rating auch täuschen kann. Die letzten Meter für unseren Tim. Okay. Wow. Und weiter hinten beim Tommy hat es noch einen kleinen Zwischenfall gegeben, da schauen wir aber später hin. Okay, der AMG hat sich gelöffelt. Während der Tim auch die letzte Kurve souverän gemeistert hat. So, hätte ich jetzt ein ganzes Auto, ne? Ja, hätte der Hund nicht gekackt, hätte er einen Hasen vielleicht noch bekommen. So ist das im Rennsport, Tatsachen zählen. Und hier kommt unser Sieger, einen ganz herzlichen Glückwunsch. Und ich würde die Kurve richtig kriegen. Tim Hendrikes, super abgeliefert. Dahinter Markus Held und Michael Kramer. Auf P4 dann der Raphael Gionka. Der macht Spirenzchen da vorne, der will mir keinen Windschatten geben. Hier kommen die Fahrer so langsam alle ins Ziel. Sehen wir den Michael Kramer, Jamie Vatan P5 und Jochen Siegert P6. Answer, I've got car damage. I can't follow you in the slipstream. Und hier noch schnell der Unfall nachgereicht. So, wen haben wir hier? Achso, das war die Szene zum Schluss, wo der Yuki Nishikubo nach oben abbiegt und einschlägt. Aber tatsächlich hat der Auto Nummer 2, das heißt, er hat ordentlich I-Rating, aber der ist hier, hat er zu sehr in den Rückspiegel geschaut und boah, ist da vom kleinen Karussell noch vollends in die Leitplanke gescheppert und kommt nicht mehr weg, oder? Ja, der Schaden hält sich in Grenzen. Und während der Tommy hier Richtung Ziel rodelt, schauen wir uns mal die Ergebnisliste oben an. Platz 16 von 27, naja. Ah, okay. 16. Ja, 19 Minuspunkte. Wie viel? 19. Alles ganz okay. Würde ich mal sagen, war trotzdem ein schönes Rennen. Der Schaden hält sich halbwegs in Grenzen. Und auf der Nordschleife zu fahren, da lohnt sich wirklich jeder Meter, egal ob man vorne oder hinten ist. Ja, war mal nix. War trotz allem ein schönes Rennen und eine Zielankunft. Ich muss mal hier in der ersten Runde, muss mir den Unfall anschauen. Aber das ist so, ja, dann stehst du da. Mit deinem Problem. Kannst du gleich mal eine Rennanalyse machen auf deinem Thumbs up this video. Wer sich Tommys Rennanalyse anschauen will auf seinem Twitch-Kanal. In der Zwischenzeit bleibt uns nur noch, uns von unseren Zuschauern zu verabschieden. So, ich quitte mal hier. Ich sag mal Dankeschön fürs Zugucken. Ich hoffe, es war spannend. Von den Ergebnissen war es jetzt nicht so blendend.
Aber man muss auch solche Rennen zu Ende fahren und das hat der Tommy ja hinten aus fehlerfrei getan. Alles in allem ein sehr unterhaltsames und interessantes Rennen und hat eine Menge Spaß gemacht, das anzugucken und zu kommentieren. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und unserem Kanal treu. Würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's mal gut. Das war sehr kurzweilig. Bis zum nächsten Mal. Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.